Was sind das denn für zwei Dämonen mit Sicheln? Naja, die machen mir keine Angst. Zeigt doch, was ihr könnt. Was? So viel abgezogen? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Miitopia. Hier auf Katze. Unsere Truppe ist nun endlich vollständig und wir stürzen uns weiterhin noch tiefer in das Schloss von unserem dunklen Fürsten. Denn wir suchen ihn höchstpersönlich auf, um ihn dann endlich zu besiegen und die Welt in Miitopia zu retten. Doch werden wir es schaffen? Das werden wir heute herausfinden. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Oh, oh, kann mir mal wer helfen? Hier entlang, haha. Oh, weia. Danke, du hast mich gerettet, Linus. Und jetzt, Achtung, oh, das war fies. Das war ein fieser Angriff. Haha, bereit? Los geht's. Und Linus muss nochmal hinterher. Cool, jetzt macht Gottfried auch mit. Ja, es geht hier auf jeden Fall wild zur Sache und das direkt zu Beginn dieser Folge. Man darf hier die Gegner niemals unterschätzen. Sie besitzen Angriffe jenseits von Gut und Böse. Und da müssen wir schnell agieren und unser Bestes geben. Nicht übel, oder was? Das war ein guter Start. Ein sehr, sehr guter Start. Nur ein paar Kratzer, wie man sehen konnte. Und Linus erreicht das nächste Level. Hurra, hurra. Mal sehen. Ich frage mich, wie weit es noch zum dunklen Fürsten ist. Also kommt noch irgendwas oder nicht? Hä? Jonas! Oh nein, eine Fallgrube. Lebst du noch? Mir geht's gut. Aua. Geht schon mal vor. Der arme Jonas. Ist er einfach da abgestürzt? Das war in der Wüste auch immer wieder der Fall. Jonas hat dich vorübergehend verlassen. Na toll. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Ach, stark. Bis dann, Jonas. Okay, tschüss, bis dann. Solange keine weitere Fallgrube kommt, ist ja alles noch Paletti. Oh, wieder eine Kobra. Diese Goldfalter machen mir ehrlich gesagt wenig Angst. Mit einem ordentlichen Schnauber von Gottfrieder kann man alle direkt besiegen. Wir brauchen Feuer, Feuer, Feuer. Ja, Feuer gibt's auch. Habt ihr das gesehen? Gleich vier auf einmal besiegt. Jetzt die Silberkobra. Fieser Angriff gegen Vivien. Aber wir bleiben dran. Los geht's, Feuer frei. Ja, da muss noch ein bisschen mehr passieren, denke ich. Wir brauchen jetzt das Mega-Feuer. Und das war richtig stark. Katze und Co. waren siegreich. Das wird morgen sicher wehtun, denke ich. Also ich hoffe es nicht, aber es sieht stark danach aus. Der Arme. Die Wehwehchen melden sich. Spitze. Wehwehchen sind aber nicht toll. Oh nein, nicht schon wieder. Hui, was sind das denn? Furie A und Furie B. Na gut. Was? Wie viel haben die abgezogen? 999? Die haben zwei besiegt und jetzt ist Vivien alleine. Was? Die wollen uns doch gerade veräppeln. Was ist denn hier los? Teppichtörtchen. Jonas ist verschwunden, Linus ist K.O. Oh nein, und keiner von uns kann Linus wiederbeleben. Oh, die haben aber nicht so viele Kraftpunkte. Ja, zum Glück. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein starker Schlag, oder? Nee, wobei, sie ist ja noch dran, genau. Achtung, was kommt jetzt? Furie A greift an. Bitte rette mich, Vivien. Oh, nur ein KP abgezogen? Verstehe ich nicht. Ach so, das war ein normaler Angriff. Aber die magischen Angriffe, die ziehen viel mehr ab. Oder wie darf ich das verstehen? Warum zieht das so wenig ab? Ah, normale Angriffe, oder? Die sind immun gegen Magie, glaube ich. Wow, das war jetzt zu spannend für mein Gemüt. Wow, da ging es wirklich zur Sache. Ah, das war eine erholsame Nacht. Oh nein, vier Kobras. Ich finde diese Kobras auch irgendwie knifflig, dass sie doch verhältnismäßig viel aushalten. Naja, auch hier kann ich nichts anderes sagen als, wir müssen da durch. Wir haben keine andere Wahl. Aber wir machen das Beste draus. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Zumindest hoffe ich das.
Dranbleiben ist alles. So, lass uns tanzen. Tubidi, tabidai. Silberkobra, Silberkobra, Silberkobra und Silberkobra. Alle sind am, ja, nicht ganz, aber manche sind am Tanzen. Manche sind Tanzmuffel. Hui, oh, wie schön sie tanzen. Sie schauen trotzdem etwas grimmig. Vor allem sieht man die Augen nicht. Oh, jetzt kommt der Laser. Aktiviere Laser. Und? Ja, der war okay. Der war so ähnlich wie der Angriff vom Wissenschaftler. Wenn er seine grüne Grütze verstreut. Jetzt komm, bitte, bitte. Oh, nur heiße Luft. Schade, blaues Feuer wäre jetzt richtig gut gewesen. Oh nein, und deswegen, das ist der Grund, warum ich sage, diese Silberkobras sind sehr, sehr knifflig. Da muss man schon, naja, wie soll ich sagen, sehr, sehr tapfer sein und geduldig in solchen Kämpfen. Tralala, ein Tänzchen. Tanzmuffel, ah, wenigstens zwei, komm, komm, ja, drei tanzen. Komm, komm, wir schaffen das jetzt. Jetzt nochmal eine schöne Explosion, das müsste ausreichen. So, Linus, wir retten dich danach. Wobei, du kommst, glaube ich, mit einem Kraftpunkt wieder zurück in den Kampf. Ich muss dich aber auf jeden Fall beim nächsten Mal sofort heilen. Oder aber wir haben das Glück und erreichen jetzt so langsam mal das Gasthaus. Wäre auch echt höchste Eisenbahn, ja. Holla die Waldfee. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Gasthaus erreicht. Wir haben einen Brief erhalten. Lieber Katze, hier hast du ein Präsent von einer richtig reichen Berühmtheit. Mir. Gold ist's aber nicht. Das hätte zu viel Porto gekostet. Deine Merkel. Dankeschön, Angela Merkel. 5 Ausflugtickets nach Berlin wahrscheinlich. Ach ja. Dankeschön, Dankeschön. Cool. So, Punkte werden hier auch wieder aufgefüllt. Und, was ist denn hier los? Ich will in das Zimmer von Jonas gehen. Ja, das lässt sich einrichten. Das ist kein Problem. Dann machen wir einen schönen Wechsel. Und zwar sind Aiden und Mila jetzt in einem Zimmer. So, was ist hier los? Wie geht's euch beiden? Wahre Stärke ist, wenn man ordentlich Muckis hat. Lass uns direkt loslegen. Training, hurra! Ah ja, jetzt springen sie wieder hier über die Linien. Hier sind irre synchron. Ah, wie das zieht! Neben den Muskeln stärkt das Training auch die Freundschaft. Oh ja, und zwar ordentlich. Um einen gesamten Punkt. Und damit erreichen wir Level 12 zwischen Franzi und Jonas. Sehr gut. Und ansonsten kann es für uns, so scheint es, direkt weitergehen. Gold ausgeben. Oh, ein Weltraumstab. Ist das ein Weltraumstab? Sieht für mich eher aus wie so ein Stab aus... Ja, wobei, es könnte so ein Alienstab sein, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eher so ein Pilz aus dem Wald. Aber gut, ich bin damit einverstanden. Wow, Banknotenfächer, okay, das sieht lustig aus. Vivian hat jetzt einen Banknotenfächer mit 10.000er. Wobei, man muss sagen, es gibt ja keine 10.000er-Scheine. Aber ich glaube, in Japan gibt es diese. Also 10.000 Yen. Ich weiß nicht, wie viel das umgerechnet ist. Vielleicht 100 Euro? Ist es richtig? Ich muss jetzt passen. Ich weiß es nicht genau. Aber das könnte es sein. Also wenn ich sowas hätte, dann hätte ich so ein paar Fünfer. So 5-5-Euro-Scheine. Okay, auf geht's. Setzen wir unsere Reise fort. Wen nehmen wir denn? Ich würde gerne Nils auf jeden Fall endlich mal mitnehmen. Hat er sich verdient. Und wir nehmen noch. So. Hier. Jetzt habe ich irgendwie bunt gemischt, so wie ich das fast gar nicht wollte. Also, damit meine ich einfach, ich muss erst abwählen, damit ich richtig auswählen kann. Das war jetzt vielleicht ein kleiner Fehler. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht zufrieden bin mit meiner aktuellen Truppe. Die sind auch toll und die drei hatte ich jetzt nicht dabei. Aber ich hatte ein bisschen was anderes ausgewählt. Na, egal. Lieber nichts überstürzen. Herr Katze. Oh, hallo, Herr Pikmin. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Katze, richtig? Gucken Sie mal. Tada! Wir haben einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Tschüss, mal sehen, was da drin steht. Ich bin gespannt. Lieber Katze, ihr seid sicher schon in der Burg des dunklen Fürsten. Ich stehe hinter euch. Also, im Geiste meine ich, deine Amy Rose. Dankeschön. Sehr, sehr gut.
Amy Rose, wir werden dich nicht enttäuschen. Ich hoffe es zumindest. Okay, weiter geht's. Unsere lustige Truppe gibt niemals auf. Das Essen gestern, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo sind wir jetzt? Eine Weggabelung. Wir laufen mal nach oben. Denn, ich glaube, nach oben ist es immer gut. Immer weiter. Niemals aufgeben. Immer nach dem Besseren streben. Deswegen nach oben. Oh, heiße Luft. Ach, die sind nicht schwer, die Gegner. Das ist nur heiße Luft. So, Explosion. Und jetzt ist Aiden dran. Neue Technik. Strafendes Licht. Ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Und das geht daneben. Na toll, ehrlich? Schade. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, gerade als ich aktiv mit Aiden gekämpft habe, wann er denn endlich seinen super tollen Angriff einsetzt. Aber irgendwie kam es nie dazu. Und jetzt, wo es dazu kam, geht der Angriff daneben. Na toll. Bleiben wir aber dran. Wir schaffen das auch schon. Aiden, mach dir nichts raus. Beim nächsten Mal wird es funktionieren. Ich muss aber gerade sagen, ich hoffe, ich kann normal angreifen jetzt, wo mein Popo brennt. Boah, das macht aber Schaden. Okay, okay, ich verstehe schon, wie das funktioniert. Ich kann normal angreifen, aber kriege nochmal einen Schaden von über 10 Kraftpunkten. Naja, jetzt hat Aiden es gemeistert. Er wollte nochmal zeigen, dass er auf ihn Verlass ist. Und Aiden, das wissen wir. Wir vertrauen dir und das hast du gut gemacht. Dann mal weiter mit uns. Dann mal los. Lieber nichts überstürzen. Und, wo sind wir jetzt? Hier, eine Silbertruhe. Gleich mal öffnen und da drin finden wir 3 Spielscheine. Da sind wir auch viel zu selten in diesem Spielcasino. Um da einfach mit Schnick, Schnack, Schnuck oder aber mit dem Roulette tolle Preise zu gewinnen. Oh, ein Blaurotaurus. Okay, der könnte uns Probleme machen, wenn wir ihn nicht schnell besiegen. Weil die sind ja schon sehr mächtig, wie ich finde. Vor allem können sie mehrere gleichzeitig angreifen. Vorsicht! Wow, danke schön, Franzi. Das ist super lieb von dir. Und auch Franzi und ich erreichen ein neues Level. Schaut mal, Level 10 erreicht. Super. So muss das vorangehen. Opfern gelernt. Ja, sei heldenhaft und stehe dem anderen bei. Jetzt ist Nils dran. Ja, wir dürfen Nils nicht vergessen, auch er besitzt starke Angriffe, muss ja aber erst einmal wieder ins Spiel hineinkommen. Und ich denke mal, dass wir auch Nils tolle Fähigkeiten verpassen können, indem wir ihn jetzt auch noch weiter trainieren, ist ja klar. So, dann komme ich mal zur Mega-Feuer-Attacke, die den Blaurotaurus hoffentlich besiegen wird. Mal sehen. Wow, das war viel, aber leider nicht ausreichend. Jetzt aber. Franzi, einmal noch mit der Bratpfanne 72, das ist auch echt viel. Und so konnten wir ihn besiegen. Yeah, schaut mal. Level up für Nils. Und Bonus-Erfahrungspunkte gibt es oben drauf. Die gebe ich auch mal dem Nils, damit er hier schneller vorankommt, leveltechnisch. Und jetzt kommt bestimmt gleich eine Weggabelung, oder? Kopf hoch, wir schaffen das, Freunde. Tralala, tralala. Oh, da vorne. Nach oben oder nach rechts? Nach oben. Ich habe jetzt auf das Schild geachtet und nicht auf den eigentlichen Weg. Natürlich nach unten oder nach rechts. Ach ja, ein paar Goldfalter. Zusammen mit Gottfrieda oder... Oh, was ist denn jetzt los? Du schaffst das, Katze! Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Das hätte jetzt meine MP gefüllt, wie es scheint. Jetzt eine Explosion und das müsste stark genug sein. Ja, locker flockig. Habt ihr das gesehen? wie stark das war, wie cool das war. Sehr, sehr toll. Falterhonig bekommen? Hätten wir ein bisschen mehr bekommen können. Und wir erreichen das Gasthaus. Richtig reingerannt. Endlich im Gasthaus. Hier können wir uns erholen. Ba, ba, da, ba. Yeah! Nils und Katze sind nun gute Freunde. Was sie vorhin ja auch schon waren. Okay, wir setzen unsere Reise doch schnell mal fort, denn der dunkle Fürst muss einfach gestoppt werden. Da kommen wir nicht drum rum, daher nicht müde werden, weiterlaufen, stürzen wir uns in die nächsten Gefahren, die auf uns lauern. So, hier gibt es jetzt 3 Wege, wie ihr gesehen habt. Ich habe mich jetzt für den linken entschieden, um noch an die Kiste zu kommen. Und womöglich werde ich noch rechts nachsehen, um noch die andere Kiste abzustauben. So, jetzt.
Dunkelgreif. Ja, mit einer Explosion sollten wir einigermaßen Schaden machen können. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Kraftpunkte sie besitzen. Aber ey, lasst Nils in Ruhe. Und mich bitte auch. Was ist das denn? Ach, der MP-Sauger, genau. Der MP-Sauger, das ist gerade bei Aiden ziemlich mies. Weil Aiden braucht als Priester ja diese Funktion. So. Und lässig. Haha, los geht's. 51. Das war sehr gut. Jetzt brauchen wir Megafeuer. Mal sehen, wie viel das abziehen kann. Und wow. Das war cool. Das war richtig, richtig gut. Tadada, wir haben es geschafft. Puh. Können wir bitte schnell weiter? Level up für Katze. Mega Blitz gelernt. Wow. Verbrutzle deine Gegner. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Aber das ist womöglich die erweiterte Form des Blitzes. Ich habe ja den Feuerangriff auch schon erweitert. So, wo sind wir denn jetzt? Die Monster hier sind echt stark. Wir sollten uns leise an ihnen vorbeischleichen. Oh ja! Hey, nicht so laut. Ups, entschuldige. Hab mich so darauf gefreut, leise zu sein. Okay. Och, Aiden, du bist der Beste. Aber der Tipp von Nils ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir das wirklich tun. Ist das denn möglich? Wir laufen leise weiter. Das war ansteckend. Ja, das sind die sogenannten Spiegelneuronen im Körper. Man versucht, also wenn ein Mensch sympathisch ist, dann kopiert man meistens gewisse Dinge, wie zum Beispiel das Gähnen, aber auch wenn jemand leicht schräg mit dem Kopf schaut während eines Gesprächs und man dasselbe tut, dann weiß man, man findet den anderen sympathisch und umgekehrt. Und dann gibt es noch andere Punkte. Spiegelneuronen nennt sich das Ganze. Müsst mal recherchieren, super spannendes Thema. Okay, zack, zack. Und wir haben diesen Kaktusklotz besiegt. Jetzt kommt der Blautaurus. Oh nein. Wenn der mit seinem Hammer zuhaut, dann rappelt's im Karton. Oh, Franzi kocht für uns. Oder besser gesagt für Nils. Das ist aber freundlich. Super lieb von Franzi. Und jetzt nochmal mit der Feuerpfanne. Gottfrieda meldet sich. Da gibt's einen schönen Reitangriff. Den nutzen wir direkt mal. Und kaboom, 79. Gut gemacht, Gottfrieda. Ganz ruhig, meine Liebe. Und jetzt Aiden sorgt für die Heilung im Team. Und Vorsicht. Das war mies. Ein Kraftpunkt hat er noch, der liebe Aiden. Ja, der muss eigentlich auch noch hier geheilt werden von uns. Ich meine, er unterstützt uns, dann müssen wir auch ihn unterstützen. Das liegt doch klar auf der Hand. So, Level up für Aiden. Klasse, Mega-Heilung gelernt. Göttliches Licht spendet große Mengen Kraftpunkte. Cool. Und 223 Erfahrungspunkte, die gebe ich Franzi, damit sie ein neues Level erreicht. Level 14. Leider kein neuer Angriff. Aber das ist auch schon vollkommen okay. Und jetzt haben wir es geschafft. Da ist das Gasthaus. Hui. Also ich muss sagen, das war an manchen Stellen schon sehr, sehr fies und knifflig hier. In der Burg, im Schloss des dunklen Fürsten. Hey, ihr zwei, aufwachen! Aufwachen! Was? Schon aufstehen? Oh, Gottfrieda vermisst Aiden. Ja, das ist doch kein Problem. So, jetzt seid ihr wieder zusammen. Mal sehen. Ah, hier wird gestriegelt. Oh, eine Massage für Gottfrieda. Eieieiei, da ist aber jemand verspannt. Gottfrieda gefällt die Massage. Hui, also das ist schön. Das gefällt mir richtig gut. Aber rechts geht es weiter. Tippt da auf das Video drauf und dann geht's schon zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Dann seid ihr Teil der Katzen-Community. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Und bleibt natürlich katztastisch.